Zuschauer zu Gruppenspiel Nummer 5. Das heißt, der eine oder andere Spieler wird vielleicht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Aber was nützt es? Heute gilt es nochmal, alles zu geben, Sebastian. Ja, das ist richtig, Tom. Wille und Kondition sind heute Abend gefragt. Und ich bin gespannt, welche Mannschaft diese Tugenden eher auf den Platz dann auch bringen kann in diesem wirklich mitentscheidenden Spiel. Und deswegen freue ich mich so auf diese 90 Minuten. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und jetzt muss er schießen. Und der geht ganz knapp vorbei. Aber eine schlampige Grätsche. Jetzt zieht sie hinein. So eine Gelegenheit, da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Kann er die Möglichkeit nutzen? Und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken und den hat er super rausgeholt. Herr Torhüter, erklärt ihr erstmal. Und daraus könnte was werden. Wunderbarer Pass. Achtung, jetzt brennt's. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Jetzt die Augen nur nach. Oh, da zittert die Latte. Mein lieber Mann. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, der hat da gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball. Weg mit dem Ball. Richtige Entscheidung. Gut weggekommen. Gut mitgespielt vom Torwart. Foul. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, wenn man es dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Ja, auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus, macht die Partie schnell. Und jetzt drängen sie nach vorne. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben.
warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, schönes Spiel jetzt. Nutze die Chance. Der passt. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen. Aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So unglücklich Zweikampfverhalten, da kommt ein Tick zu spät und deswegen sieht er gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Der geht gegen den Pfosten. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Ah, der kommt da zu spät in den Zweikampf, schlechtes Timing, es gibt Freistoß. Das ist eine ganz gefährliche Position jetzt. Genau auf den Keeper. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. 1:0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Ja, wenn Sie so weitermachen in den zweiten 45 Minuten, wird sich hier nicht mal viel ändern an dem Ausgang. Da wird nicht mehr viel passieren. So, es geht weiter mit der Partie, hinein in den zweiten Durchgang. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, schöner hoher Ball. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und dafür müsste er jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Und da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ja, vielleicht ist er Tor gegen die Latte. Ja, und ehe ich da vor dem eigenen Tor eine gefährliche Situation heraufbeschwöre, da spiele ich den Ball lieber ins Aus. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Und da ist er viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Junge, herrlich platziert.
Das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Freistöße sind die Spezialität von diesem Mann. Und das wissen wir nicht erst seit heute. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Der Ball ist ein Tor aus und damit Abschluss. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Die nächste souveräne Abwehraktion. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Das war ein klares Foul, genau vor der Strafraumgrenze. Also da, wo man eigentlich nicht foulen sollte. Das ist eine richtig gute Freistoßposition. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Ja, da hat er den Braten gerochen. Auweia, das sah überhaupt nicht gut aus. Das war aber ganz eng. Und wenn sie weiter so Druck machen, dann werden sie früher oder später das Tor mal treffen. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Ein perfekter weiter Ball. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Der Freistoß, den muss er geben. Da war er noch nicht mal am Ball. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Super gemacht. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ja, damit haben jetzt schon zwei Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und der geht rein. Der ist drin. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer.
Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, und wenn man so führt, dann klappt natürlich alles. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Und er findet den freien Mann. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als zufrieden sein. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.